So, zurück bei Super Mario 64. Mit dem Mini-Projekt, den wir hatten. Jo. Ja, wollte schon wieder sagen, mit Mario. Ja. Das hättest du gern. Hab ich unterbrochen. Ja, so viel dazu. Also machen wir Musik wieder an, die habe ich gerade pausiert. Mal sehen, ob diesmal mit der Prüfung klappt. Ist sie auch der letzte Stern dieser Welt? Ja, ich muss da wahrscheinlich noch ein Rätsel lösen. Ansonsten lässt mich dieser Troll nicht rüber. Oh, okay. Aber das geht echt verdammt schnell, ey. Wow. Naja, schnell ist jetzt relativ. Doch, ich finde generell, also doch, sei ehrlich. So oft haben wir jetzt nicht zusammen hier bei dir gestreamt, das Spiel. Und es ist ja jetzt nicht mehr so viel. Es sei denn, jetzt irgendwie die letzten Welten sind komplett der Hardcore, ne? Naja, es kommt dann halt noch ganz zum Schluss noch Klick-Klock. Ach du, das ist eine ganze Welt? Ja, das ist eine ganze Welt. Also das ist die letzte. Ich dachte immer, das ist vorletzte. Ich dachte immer, das wäre so ein Bonus-Level. So. Nee, das ist eine komplette Welt. Dann haben wir noch diese eine Regenbogenwelt, die beherrscht es irgendwie überhaupt nicht. Das wird dann auch nochmal interessant. Das wird dann die lustigste. Und die Eiswelt, ne? Die noch fehlt. Die fehlt natürlich auch noch. Und also dann noch vier Stück. Und dann fehlt noch so eine leicht spezielle Welt, sag ich mal. Ja. Und dann noch diese eine Wasserwelt. Alles klar. Ist ja noch ein bisschen was da. Ja, das müssten die. Ja, fünf. Neben der sind es jetzt noch fünf Stück gewesen. Fünf Stück. So, jetzt natürlich die Frage, wie komme ich da rüber? Willkommen zurück vom Tobi, ne? An alle YouTubies da draußen. YouTube ist jetzt auch irgendwie. Ich habe euch alle lieb, ihr seid meine größten Fans. Aber wen hat er da wohl nachgemacht? Nein, nicht die Person, von der ihr denkt, dass ich sie nachgemacht habe. Weil ich sie noch nie gesehen habe. Noch kein einziges Video von ihr, aber schon viel gehört. Frag mich dann jetzt natürlich auch, welche Person du meinst. Oh, du weißt es nicht? Naja. Ist mit dem Weitsprung wieder irgendwie nicht so klappen, wie ich es will. Naja, dann handelt es sich halt nochmal um 2 Minuten länger. Irgendwann wird das schon. Kannst du noch um Stunden handeln, meine Damen und Herren? Weißt du, worauf ich mich auch freue? Das habe ich total vergessen. Und zwar habe ich eine Xbox 360. Also die, ich habe die noch nie getestet, ob die mit der TV-Karte funktioniert. Ich habe keinen Plan, ganz ehrlich. Oh, da warst du ja schon mal. Ja. Wieso da? Hey, Kollege Bombe. Wie du da immer wieder hinkommst. Und zwar, ich würde gerne, aber ich glaube, dass das halt nicht geht, weil musiktechnisch das alles ein bisschen, naja, nicht funktioniert. Deswegen, das Spiel wird wahrscheinlich nichts. Aber ich habe noch ein alternatives Spiel. Und ich quatsch gerade um den heißen Brei, weil ich den Namen vergessen habe. So dämlich wie ich bin. Sonic Generations. Ah. Eingefallen. Das Spiel, das hat mich richtig angekotzt, dass das nicht für die Wii rauskam. Und da ist auch der Punkt, warum ich die Wii nicht so mag. Also, Sonic Generations ist meiner Meinung nach Jahren, also nach Sonic Adventure The Battle 2, Sonic Heroes war so. Knapp, so ganz knapp. Oh, Conno, da warst du schon mal. Ja, und es ist dasselbe Tod wie vorhin. Déjà vu! So nennen wir den Part. Einfach geil. So, ich lese euch den Chat, Tobi, ich wollte noch zu Ende reden. Mario Generations, genau. Für mich das beste Sonic, nicht Mario Sonic, genau, Sonic Generations. Für mich das beste Sonic nach Sonic Adventure Level 2. Sonic Heroes ist so lalalala. Sonic DX war okay, aber jetzt nicht mein Style, aber andere haben es gemocht, ne? So, und die anderen Sonics habe ich nie gespielt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und es war halt für mich so, persönlich, eine Schande eigentlich schon. Also wirklich so eine Schande, dass einer der besten Sonic-Titel, die wirklich nach so einer Flaute rauskam, nicht auf einer Nintendo-Konsole erschienen sind. Und warum? Weil die Wii es einfach nicht geschafft hat. Die Wii hätte das Spiel in dem Look, in dem es erschienen ist auf der PS und auf der Xbox, hätte es niemals geschafft. Geht einfach nicht. Kannst du Tränen machen, wenden, wie du willst. Hätte nicht geklappt. Und ich habe letztens, schon eine Weile her, da war ich im Mediamarkt, waren wir in der Nintendo-Abteilung, da war halt eine nette Dame, die sich halt da um die Kunden gekümmert hat, also richtig netter Nintendo-Service so gesehen. Und mit der haben wir diskutiert und die hat auch so geschrieben, was habt ihr denn so für Wünsche und hier und da. Und da habe ich auch den Kanal von Domtendo und hier Let's Play Markus
oder wie heißt denn jetzt eigentlich Markus sein Kanal? Weiß ich gar nicht mehr. Er hat ihn ja 10.000 Mal umgenannt. An der Stelle. Habe ich auch mal erwähnt, weil wir so ins Gespräch kamen und ich gesagt habe, ja, es gibt einen YouTuber, die machen auch Videos so und ist total geil und die wollte das mal wissen. Ne? Weil die halt auch so von der deutschen Community ist von Nintendo. Also richtig geil, also Kontakte hatte. Und dazu gesagt, was war dein Wunsch? Und da habe ich gesagt, Sonic Generations für Wii U. Habe ich gesagt, muss kommen. Und da habe ich auch zu ihr gesagt, muss noch nicht mal als CD kommen. Reicht auch, wenn es einfach downloadbar ist. So für den Vollpreis von 60 Euro. Wäre mir scheißegal, würde ich bezahlen. Geschafft. Nach 17. Ja, nach 10.000 Versuchen. Genau. Einfach mal den Winkel ändern. Dann klappt es auch. Genau. Und muss ich ganz ehrlich sagen, der einzige Grund, warum ich ein Xbox-Spiel Let's Playen würde, wäre Sonic Generation. Feier ich übel. Ich habe 3 Let's Plays gesehen. Ich kann mich zwar überhaupt kaum noch an die Level erinnern oder so, aber ich weiß, dass sie gut waren. So, wo musste ich dafür jetzt hin? Ich spring erstmal wieder hoch. Sag mir, dass ich gemutet war. Du warst gemutet. Dankeschön. Soll ich dir sonst noch was sagen? Ja, wenn du was zu sagen hast. Deswegen das Blade machen. Haben Sie was zu sagen? Sagen Sie. Na, wo? Wo? Wo komme ich denn jetzt runter? Ah, okay. Ich werde im Chat getrollt. Ich habe gerade den Chat gelesen. Nach meiner Diskussion. Sicher, ja. Boah. Ist definitiv mein Das Lieblings- war jetzt wahrscheinlich nicht der offizielle Weg, aber es hat funktioniert. GG, da haben wir den dreckigen Cheater am Zocken. Das ist so beleidigt, alles klar. Dreckiger Cheater. Ne? Sie Cheater Made übrigens. Maden Cheater würde nicht passen. Ich bin kein Cheater, ich nutze Profi-Tricks. Natürlich, das sind absolute Pro-Skills. So. So. Und ja, es wurde mein offizieller Lieblings-YouTube-Kanal entlarvt. Auf Anhieb. Aber hey, an alle, die den Patch schauen, wenn ihr nicht im Stream seid, eure Schuld. Kappa. Ihr wisst es nicht. Wisst ihr Bescheid? Das war übrigens die Diskussion vom letzten Part, ne, oder? War die Diskussion vom letzten Part? Diesen Part. Das müsste dieser Part gewesen sein, glaube ich. Das werden wir irgendwann rausfinden. Jetzt wissen es eigentlich alle, weil jetzt können sie eins und eins zusammenzählen. Werbung für Internetanbieter und. Und dann wissen sie es. So, jetzt aber mal Schluss hier mit den ganzen Verbindungen. Und Verknüpfung. Ja, ich bin ein PC. Krono, was machst du da? Du hast doch alle Sterne. Mir fehlt ja noch der 100-Münzen-Stern. Der wird gar nicht angezeigt. Sneaky Sneaky vom Spiel. Es ist auch ein geheimer Stern. Oh. Aber man weiß halt, in jeder dieser 15 Kurse gibt es halt einen so einen Stern. Ja, natürlich. Das weiß man, wenn man das Spiel zum ersten Mal spielt. Ah, ich mach jetzt die Rutsche. Wird ja noch oft genug runterfliegen. Hey, also bitte. Nein, dazu schreibe ich. Nein, dazu sage ich jetzt nichts. Nein! Pfui, aus. Muss nicht sein. Ich finde, aber ganz ehrlich, man kann ja auch mal gerade darüber quatschen, dass. Ich finde das echt schlimm, wie die Leute immer. Ich meine, in ihren Videos über sie reden, ne? Also über die Person, über den Channel jetzt, über den wir gerade im Chat geschrieben wird und ich da ein bisschen mit diskutiere. Ich finde das immer schlimm, dass die Leute, die so schlecht reden, finde ich, weiß ich nicht, kann ich einfach nicht ab. Also sie ist nicht mein Fall so. Generell, der ganze Channel ist ja nicht mein Fall. Also ist ja nicht so. Ich muss ja nicht wissen, was ich brauche, um irgendwie mich schicker zu machen. Ich bin ein fucking Kerl. Wir stehen auf, Wasser übers Gesicht, fertig. Was machst du da? Du Cheater. Geht auf meinen Kopf. Alles klar. Tricky ist nicht Tricky. Da warst du ja vorhin schon. Da habe ich wahrscheinlich gar nicht aufgepasst. Ja. Stimmt, da habe ich ja erst geguckt, als du schon auf der Rutsche warst. Da war ich ja mit YouTube beschäftigt. Ah, Mist. Ja. Schön Münzen sammeln. Nee, aber um das nochmal zu sagen. Also, es gibt ja total viele Dudes. Ja, Mr. Trashpack, da mache ich gerade. Den muss ich einfach gerade erwähnen. Rip Chrono. Auf Wiedersehen. Ich gebe nicht auf.
Hey. Doch Jesus, ich rutsch jetzt wieder hoch. Was macht der denn? Hey! Das geht so nicht! Obwohl, warte, ja, doch, rette mich. Das bin ja ich da unten auf der Rutsche. Was machst du? Lass mich doch nicht sterben! Voll Kacke, ey. Das ist wie Porter. Ja, leider doch nicht mal geschafft. Aber das wäre jetzt ja geil gewesen, hätte es irgendwie funktioniert. Gibt es hier nicht so viel Steuerung von Schalten, ne? Du meinst das aber ernst? Aber hier gibt es neben. Das kann ich jetzt nicht ernst nehmen, weil du schreibst, dass du es ernst meinst. Ja, das ist auch echt. Das meint er voll Ernte. Nee, aber einfach, wie gesagt, es gibt ja, Mr. Trashback macht sich ja immer wieder lustig über sie. Also über die eine oder andere. Oder generell über diese Channels immer. Und keine Ahnung, man soll halt einfach den ihr Ding machen lassen, ist ja. Doch jedem seine. Jedem seins. Ich meine, mir ist es ja so gesehen auch egal, was die so gesehen macht. Deswegen ist nicht meins und damit war's. Deswegen, man kann eigentlich, man muss das ganz ehrlich sagen, es sind ja große YouTuber, ne? Das darf man nicht vergessen, ne? Hier zur Trashback, sind ja große Kanäle, ne? Und eigentlich reden die ja in ihren Videos mit ihren Abonnenten, ja, ich gehöre ja auch dazu, sonst verstehe ich es jetzt ja nicht. Also sie reden ja quasi diese Person schlecht. Also sie reden quasi andere Kanäle schlecht. In ihren Videos. So muss man das mal sehen. Richtig. Ist das dann nicht eigentlich so ein Hater? Ist das nicht sogar noch ein viel schlimmerer Hater, weil er es öffentlich in einem Video macht, anstatt als es in einen Kommentar zu verfassen und es unter ein Video zu schreiben? Wenn man das jetzt mal so aus dem Blickwinkel sieht. Er schreibt vielleicht in dem Sinne keine Beleidigung, aber er redet sie ja schlecht, er macht sie ja lächerlich. Und vielleicht verstehen das nicht die jüngsten Zuschauer, aber ab einem gewissen Alter verstehen das die Zuschauer, die ihn schauen. Also lockt er doch an sich Personen, die eventuell ziemlich leicht disliken, auf den Kanälen dieser Person, also auch quasi auf den Kanälen anderer, indem er einfach über sie schlecht redet. Er beeinflusst doch eigentlich somit auch seine Abonnenten, oder versucht es, bei Jüngeren, bei mir klappt das natürlich nicht, ich bin alt genug. Aber das ist immer so ein interessanter Gedanke, Conno, wie denkst du darüber? Meinst du, dass das nicht stimmt, ich laber gerade Müll, oder wenn man darüber nachdenkt, könnte man es eigentlich darauf beziehen? Könnte man. Also es kommt halt immer, genau, könnte man. Es kommt halt immer darauf an, was im Video erzählt wird, also wie krass es halt ausfällt. So, es gibt ja so die eine oder andere Sache, wo du sagst, sie ist lustig und über andere Personen lustig zu machen, ist vollkommen in Ordnung, finde ich absolut so. Aber dann gibt es immer so Videos, wo man dann doch denkt, okay, das ist kein Witz, da ist ein ernstes Thema jetzt dahinter, das ist eine ernste Meinung dahinter. So, das ist so. Ich meine, klar, es ist immer wichtig, seine Meinung zu sagen, das lernt man ab einem gewissen Alter, auf jeden Fall, freie Meinungsäußerung, alles klar. Aber es wird ja immer auf YouTube immer so alles so lieb und nett getan. Deswegen werden ja Disliker oder also was heißt Disliker, nicht Disliker, ich meine Flamer, wenn Leute in den Kommentaren mal ihre Meinung sagen oder so, das wird ja dann von Fanboys immer direkt totgetreten, da wirst du erstmal die Kommentare disliked und dann wird erstmal dagegen gestummt und ja, hier, das hat kein Recht und dies und das und jenes. Und dann gibt es auch zum Beispiel Kommentare, die sind einfach nur kompletter Bullshit, finde ich super lustig. Hatte ich mal bei Let's Play Markus einen geilen Kommentar, ohne Witz, da hat jemand geschrieben, beim Pokémon-Finale, also du warst ja voll overlevelt, voll easy das zu machen, ist ja voll lame. Und er hat diesen Part hochgeladen und er war 2 Level über das stärkste Pokémon von dem Finalteam, also quasi von der Champion-Trolle. Ich weiß gar nicht, Pokémon Black and White, eins von beiden war es. XY, Entschuldigung, eins von beiden, da ist ja der Champion der Trolle. Und da dachte ich mir einfach so, okay, ist das jetzt Troll? Ist das Flame? Ist das Hate? Weil der Kommentar halt noch nicht mal zutreffend war. Weißt du, der hat ja was geschrieben, was überhaupt nicht stimmte. Und es war ja im Video zu sehen. Fand ich super lustig. Aber hey, wie gesagt, wir wollen ja keine ganzen Themen hier anschmeißen. Also, es war nur gerade mal so mein Gedanke so, weil das ist mir gerade so spontan gekommen.
habe ich so gar nicht. Ich denke da mal später ein bisschen mehr drüber nach. Ich schaue mir vielleicht noch mal ein, zwei Videos an, wie er da über die ein oder andere Person so geredet hat. Weil er gibt ja nur seine Meinung ab, aber seine Meinung beeinflusst ja wiederum seine Zuschauer. Ziemlich interessant. Ich muss aufpassen, wie ich über andere YouTuber in meinen Videos rede. Aufpassen. Wenn du bist so ein Hater. Ja, bin ich ein Hater, der in seinen Videos andere YouTuber hatet. Ganz ehrlich, es kommt mir sogar so vor, als hätte ich das schon mal irgendwo gehört. Wo kommt der Stern her? Das ist der Münzenstern. Ich habe mich gerade gefragt, wo kam jetzt plötzlich diese Kanonenkugel her? Lol, ich habe mich gerade gefragt, wo kommt der Stern her? Bleib mal stehen. Zack.